Verleger waren damals in einer Situation, dass sie wussten, Fernsehen wird immer wichtiger. Das war genau die Zeit, als Privatfernsehen gestartet ist in Österreich. Damit war klar, man muss den Lesern Fernsehprogramminformationen bieten. Und es war auch klar, dass das tägliche Fernsehprogramm zu wenig ist und dass sie sowas wie ein Wochenfernsehprogramm brauchen. Und dann haben die Verleger versucht, das irgendwie selber zu finanzieren, selber hinzukriegen und haben gemerkt, das ist unfinanzierbar, wenn das jeder selber macht. Und schwuppdiwupp war die Idee und die Geburtsstunde von Tele da. Und seitdem gibt es Tele seit 25 Jahren jetzt in dieser Ausstattung, in dieser Aufmachung mit den gleichen Gesellschaftern erscheint jede Woche. Also es hat sich offensichtlich bewährt, dieses Modell. Und auch am Geschäftsmodell hat sich seither nichts verändert. Ja, das hat sehr geholfen. Das hat sehr geholfen, weil die österreichischen Verleger gerne alle Mehrheiten gehabt hätten bei dieser neuen Gesellschaft. Und durch diesen Katalysator Bertelsmann, damals war es Maul Belzer, das war die Druckerei, die damals Tele gedruckt hat, eine Tochterfirma von Bertelsmann, war das plötzlich möglich. Im Heft werden wir sehr viel stärker in Richtung Empfehlungen, in Richtung Tipps gehen. Da sind wir jetzt gerade dabei in diesem Prozess und das wird bis Ende des Jahres wird das wieder einen Schritt weitergehen. Da werden wir also die Listing-Seiten eine Spur reduzieren und dafür die Empfehlungen und die Tipps und so weiter deutlich ausbauen. Der Content, der echte Content, das heißt also die Empfehlungen, die Tipps, die Kinofilme, die vorab gesehen werden und beschrieben werden, wenn sie dann 2 Jahre später ins Fernsehen kommen, kommen ausschließlich von unseren Redakteuren. Auch jetzt schon und die kriegen dann dafür mehr Platz und mehr Umfang und das wird natürlich eine Auswirkung haben auf die Arbeit der Redaktion. Also es wird die reine technische Arbeit, das Setzen sozusagen und das Einpassen dieser Programmspalten wird ein bisschen zurückgedrängt. Dafür werden die Empfehlungen, die Rezensionen, wenn Sie so wollen, von Filmen und Fernsehinhalten deutlich zunehmen. Wir werden ein bisschen mit freien Mitarbeitern dann jonglieren. Da wird sicher der eine oder andere dazukommen. Wir werden uns vielleicht dann auch Menschen suchen, Leute suchen, die in einzelne Zielgruppen besonders gut passen. Also, was den Werbemarkt betrifft, ist es so, dass alle Verleger ausschließlich ihr Geld verdienen mit ihren Printmedien. Die sind auch alle online, die sind auch alle mobile, aber wirklich gutes Geld verdient man mit den Printmedien. Und auch das, glaube ich, wird eine ganze Zeit lang noch so bleiben, dass das Preisniveau bei den digitalen Medien von Anfang an so niedrig ist. Und dass das statt zu steigen weiter sinkt, weil die DKBs online, die sind im Grunde im Keller. Die nähern sich dem Google-Niveau an, wo man irgendwo dann ein DKB unter 1 Euro hat, was natürlich vollkommen unwirtschaftlich ist für jeden Betreiber. Und im mobilen Bereich sind die DKBs noch etwas höher, aber auch die erodieren mit der Zeit. Also die riesigen Einnahmequellen sind dort nicht zu holen für Verleger. Und es sind aber auch für die Werber nicht die riesigen Zielgruppen zu holen, nämlich dass man wirklich ganz gezielt für einzelne Kampagnen Zielgruppen erwischt mit irgendwelchen Werbeaussagen. Das funktioniert online und mobile in Wirklichkeit nicht. Und im mobilen Bereich ist es noch viel extremer. Also wir sehen es ja, wir machen sehr, sehr gute Umsätze im mobilen Bereich. Wir machen ungefähr schon 50% unserer digitalen Umsätze mobil. Und wir sehen, was dort geht und was dort nicht geht. Und wenn man dort mit Sonderwerbeformen kommt oder mit irgendwelchen Pop-up-Geschichten kommt oder so, es reagieren die User allergisch. Also bis dorthin, dass die sofort die App löschen und dann uns irgendwelche bitterbösen Mails schreiben und sagen, was glaubt ihr eigentlich, nicht? Ihr belästigt mich dabei. Das Smartphone ist noch was viel Intimeres und was viel Persönlicheres, als es in einem Computer ist. Das heutige Jahr startet ziemlich durchwachsen. Also das ist im Moment sehr mühsam, das muss man ganz ehrlich sagen. Das geht Gott sei Dank nicht nur uns so, sondern allen Medien im Moment. Es ist einfach schwierig. Das liegt aber daran, dass die Werbekampagnen immer kurzfristiger eingebucht werden, dass das Buchungsverhalten und das Arbeitsverhalten von Agenturen und Kunden sich völlig verändert.
Also es wird einfach immer knapper zum Erscheinungstermin hingeplant, beauftragt und dann geschalten. Und da sind halt die ersten 2 Monate irgendwie ein bisschen mau. Das liegt vielleicht auch an Olympia, weil rund um Olympia wollen einfach andere Firmen wenig werben, weil die sagen, da ist eh die volle Aufmerksamkeit dort. Also die ersten 1-2 Monate, da rennen sie mich besser nicht an. Aber wir bringen ja am Ende des ersten Quartals noch eine große Jubiläumsausgabe heraus, auf die wir jetzt besonders hinarbeiten. Die erscheint Ende März, also das ist noch erstes Quartal. Und dafür laufen die Buchungen super. Also da gibt es natürlich auch ein Zuckerl für die Agenturen und für die Kunden. Und das läuft wirklich gut. Also wird das erste Quartal in Summe schon gut sein. Das wird schon passen. Am 27. März, Donnerstag, 27. März, wird so ein schönes, dickes Heft mit über 100 Seiten. Und da kann sich unsere Redaktion einmal austoben und wirklich alles schreiben, was so im normalen Heft halt aus Umfanggründen schwer Platz hat.